Hallo und willkommen zurück bei unserem Mount & Blade Warband Part noch. Und zwar, ich wollte euch einfach nochmal zeigen, wie das so weitergeht. Das letzte Mal habe ich es ja ziemlich kurz gemacht. Und wie der Singleplayer eben so aussieht. Also, wir haben ja jetzt, ja, kurz den Anfang gespielt. Hatten den Auftrag bekommen, noch ein paar Soldaten zu rekrutieren und eben den Sohn des, Tavernenbesitzers wiederzufinden, der von den Räubern eben entführt wurde. Jetzt wurde ich selber von irgendwelchen Räubern hier entführt, nach der verlorenen Schlacht. Und jetzt klicke ich einfach mal weiter. Jetzt sind wir auch entkommen schon. Und wir befinden uns jetzt irgendwo im Nirgendwo. Nach Sargo müssen wir wieder. Allerdings brauchen wir Soldaten nochmal. Das heißt, ich schau mal, wie viel Geld ich habe. 160 Dinare. Etwas wenig, aber ich muss jetzt einfach mal gucken, dass ich hier überhaupt Soldaten bekomme. Weil ich kann nämlich auch Dörfer überfallen. Das heißt, ich bekomme dann Rohstoffe, ich bekomme sowas wie Brot, Käse, sonst was, die ich dann auch in einer Stadt verkaufen kann für Geld. So, niemand will sich mir wieder anschließen. Natürlich doof. Dann reisen wir mal hier weiter. Ja, und da werden wir auch direkt verfolgt. Ah, ne, doch nicht. Jetzt am Anfang sind wir noch ziemlich schnell unterwegs mit dem Pferd. Allerdings, wenn wir dann mehrere Soldaten haben, das dauert dann eine ganze Weile. Wir haben jetzt fünf Soldaten. Rekrutieren sollen wir auch fünf. Also, passt. Wir reisen jetzt zurück hier nach Sargo. Und genau, wenn es jetzt nachts ist, fährt, ja, es fährt, nee. Man reist ja auch viel langsamer durch die Gegend, als wenn es Tag ist. Am Tag kann man richtig im Galopp reiten und schnell unterwegs. Jetzt alles ziemlich langsam. Und wir haben eben den Auftrag, hier nochmal, der Händler von Sargo möchte eben, dass wir mit fünf Soldaten nach, wie heißt es hier? Ja, einfach in der Nähe von Sargo das Dorf finden und dort in der müssten auch die Seeräuber sein oder was auch immer für Räuber sein. Und die können wir dann eben abmetzeln. Und wenn wir dann abmetzeln sind, bekommen wir danach nämlich auch dann der ihr Inventar und Waffen und alles, was sie dabei haben. Und da werde ich mich dann auch direkt gleich mal neu ausrüsten, weil das, was ich ja bisher habe, ist ja nicht wirklich hilfreich. So, komm. Also, laufen. Wie gesagt, die Map ist ziemlich groß. Hier unten ist eher so diese Wüstenfraktion, Zarandinen. Hier sind die Rodoks. Oh, jetzt sind wir schon da. Wir gehen jetzt in die Schenke. Und wo ist unser Händler? Hier, Händler von Sago. Sehr schön. Wir brauchen mehr. Wenn sie mit wenig, mit zu wenigen. Der hat doch gesagt, wir brauchen fünf Männer. Und das ist mit, der ist mir zu teuer, der will 665 Dinare. So viel habe ich nicht, ich habe nur 160. Ja, dann müssen wir nochmal zum Dorf reisen und versuchen noch ein paar Soldaten aufzutreiben. Und hier rekrutiert zwei Nords und die kosten 20, also pro Person 10 Dinare und das auch wöchentlich. Also man muss versuchen, hier sieht man es direkt, Wochenbudget sollte für meinen Trupp, das sind 14 Dinare. Früher, also alter Besitz von Geld 90 Dinare, jetzt nur noch 76. Reiten wir jetzt zurück. Hier sind Dorfbauern unterwegs. Jetzt nochmal in die Schenke. Zum Händler. Jetzt hier Quest erfolgreich, fünf Männer rekrutiert.
So, hervorragend, David, ihr habt genug Männer rekrutiert, um es mit den Banditen aufzunehmen. Nun, Reisende nach Sargo sagten uns, dass eine kleine Gruppe Räuber außerhalb der Stadt lauert. Ich befürchte, sie gehören alle der gleichen Bande an, nämlich der, die meinen Bruder entführt hat. Findet sie und macht sie nieder und lasst euch von ihnen sagen, wo ihr Lager ist. Sehr wohl, ich werde die Banditen jagen gehen. So. Weiter geht's. Der hat jetzt gesagt, wo war das? In der Nähe von Sargo. Das heißt hier irgendwie in der Nähe. Hier. Da ist die Räuberbande. Was wollt ihr? Ich habe euch gesucht. Sagt mir, wo eure Gefangenen versteckt haltet und ich lasse euch laufen. Ha, diese Gefangenen kommen nur frei, wenn ihr Lösegeld beraubt. Habt ihr Silber mitgebracht? Nein, aber Stahl. Und jetzt greifen wir sie an. So, meine Nordrekruten, sei einfach, lass sie einfach mal angreifen jetzt hier. Ich reite schon mal vor. Na, wo sind sie denn? Da kommen sie. So, die haben wir auch schon gleich platt gemacht. Sehr schön. Und weiter geht's. Ach, verschont mich, lasst mich leben, lasst mich laufen und ich werde weit weg von hier gehen und ein ehrbares Handwerk lernen. Und ihr werdet nie wieder von mir hören. So, jetzt sag ich sozusagen, ich will einfach nur wissen, wo der Sohn von dem Händler ist. Und jetzt haben wir hier eben. Ich habe hier 11 auf Körperpanzerung. Diese Weste ist auf 24. Dann nehme ich doch glatt mal die, zieh die an. Dann haben wir noch einen schönen Kopfschutz. Knüppel hilft mir alles eigentlich relativ wenig. Ja. Bringt mir nichts. Kann man vielleicht verkaufen, kriege ich ein bisschen Dinare. Ja, das war's auch schon. Wir reisen jetzt Banditenversteck nahe Ambeyan. Das ist hier. Hier ist das Entführerversteck. Hier sieht man eben auch die Fraktion überall durch die Gegend reiten mit Rittern und den ganzen Trupps. Später können wir uns auch einer Fraktion anschließen oder eben selber sozusagen gründen. Und das geht dann aber wirklich richtig ab, wo man wirklich so 200 Mann in einem Trupp hat oder dann auf dem Schlachtfeld. Da wird es echt ein Gemetzel, das ist echt riesig. Und selber natürlich die Rüstung. Ist ja auch gigantisch. Gibt's echt richtig coole Rüstungen. Also da kostet dann echt so ein. Allein nur so ein Helm zum Beispiel 40.000 Dinare. Also echt krass. So, jetzt greifen wir das Versteck mal an. Halt, ihr sollt mir folgen und nicht einfach losrennen. So. Jetzt kommt hier meine Gang und macht euch platt. Ja, kommt. Ihr Bauern, Gesindel. Ja, wo sind sie denn, unsere Räuber? Da rechts hinten stehen welche. Aber hier links müssten ja auch welche sein, ne? Eigentlich. Naja, dann spawnen die dann nachher wahrscheinlich erst. Äxte haben die, so. Alle haben sie Äxte. Der eine hat noch einen Hammer. Zwei haben noch einen Hammer, aber naja. Ich versuche jetzt erstmal die da irgendwie. So, hoch. Ein bisschen runter. Zuck. Ich treffe den gar nicht. Jawohl. Ja, kommt doch her, ihr.
Zum Angriff. Schnack mir so lang die da vorne. Schönes Schild hier hochhalten. So. Da kommen auch schon die nächsten. Wie gesagt, die Gegner sind jetzt hier wirklich also sehr schwach. Da muss man nicht mal richtig großartig blocken. Aber später sieht es alles ganz anders aus, wenn dann das ein Ritter sind auf Kavallerie mit Lanzen und allem drum und dran und Bogenschützen. Dann ist es echt schwierig. So, wir haben jetzt den Bruder befreit. Freuen uns und wir bringen ihn zurück dann. Hier haben wir jetzt viel mehr, jetzt 12, der hat sogar 14, hier auch 14. Nehmen wir einfach mal mit. 24, 21, 22, alles gute Sachen. Die sind weniger gut. 4, 4, 6, der hatte 6. Jetzt habe ich 6 Kopfschutz, sehr gut. Wir reiten zurück nach Sargo. Jo. So, mal kurz Inventar gucken. Genau. Und es ist perfekt, es wird Tag, wir können jetzt schneller reiten. So, jetzt nochmal kurz zur Karte. Ja, wie gesagt, wir können uns einer Fraktion anschließen und die Rodox finde ich dafür ganz gut. Oder eben die Nords, das sind die hier oben, ne? Ja, genau. Ja. Und dann eben mal gucken. Ich weiß ja nicht, ob ich jetzt auch noch weitere Folgen davon machen werde. Ich wollte das jetzt einfach in diesem Folge eben nochmal ausführlicher eben zeigen. Das Ganze, ja. So, wir gehen wieder in die Schenke und gehen zu dem Händler und bringen den Sohn zurück. Wir bekommen jetzt auch gleich 200 Dinare als Belohnung. Und wir sind froh, dass wir es bekommen und der fragt, ob wir noch mehr machen tun wollen für ihn. Und der hat eben einen Plan, da gibt es eben verschiedene korrupte Leute in der Stadt und die sollen wir eben umbringen. Und ich soll die Männer eben anführen, die das eben alles machen. Und los geht's. Wir sind jetzt hier. Die ganzen grün markierten Leute hier sind Freunde sozusagen, Verbündete. Und da gibt es das Signal, es ist soweit, Leute, auf sie mit Gebrüll. Boah, hier geht's direkt los. Hoch. Ja, bleib da mal stehen jetzt. So. Oh, du hast eine Frau gemessert, da gibt's gleich mal einen Kopf drauf. Zack. So, wo sind wir hier? Hier, das sind eben die Nords, die haben so richtig schöne Wikinger-Holzhäuser, also ich finde das schon, die Map sieht da schon sehr cool aus. Unterscheiden sich auch wirklich, also die Maps zum Beispiel von Saradin, also die in der Wüste, sind dann eher so Wüsten, Sandhäuser, Steinhäuser. Ja. Komm, den schaffen wir jetzt noch. Ja, den schaffen die auch noch. Oh, und ich glaube, das war's, genau. So, weiter geht's. Wir gehen wieder zum Händler, sagen Hallo. Und der sagt, sind 10 Kumpels von ihr verwundet. Und ich sage jetzt einfach, ich bin froh, euch am Leben zu sehen. So, ja, ja, und der labert jetzt noch ein bisschen. Und wir gehen dann auch schon wieder. Jetzt die Arena. Es gibt Festgelage in diesem Spiel. Die werden immer angekündigt, da kann man in eine Schenke gehen, fragen einen, so einen Troubadour, wo das nächste ist, da kann man hingehen und kämpft gegen andere Spieler, also natürlich Bots, also vom Computer gesteuerte jetzt hier, und kann auch selber auf sich wetten. Das heißt, man wettet auf sich selbst 100 Dinare, du gewinnst, du bekommst 200 Dinare. Und so geht das eben bis ins Finale hoch und so steigt eben auch das Ansehen von einem selber. Und jetzt rede ich mit dem und hier kann man eben auch trainieren.
Und kann ich auch teilnehmen? Ja, gut, das werde ich machen. So. Und hier kann ich jetzt eben trainieren sozusagen. Zack. Oh. Das ist ganz schlecht mit dem Messer hier. So. Wir kloppen uns jetzt hier wie so in. Zack. 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 Schön blocken. Das Miese ist, der hat halt ein Schwert, ich nicht. Das hole ich mir aber auch gleich. So. Boah. Aber es sind natürlich gerade nur alles Holzschwerter. Schild kann ich aufheben. Jo. Boah. So. Und da stehe ich jetzt nun gegenüber dem letzten. Das ist natürlich jetzt noch kein Turnier oder so, das ist nur Übung, Training sozusagen. Ja. Und man sieht eben links unten auch jetzt, dass man die Fähigkeit entfernt Waffen auf 41 gesteigert habe. Das heißt, es passiert hier beim Kämpfen sozusagen auch automatisch. So. Ich muss noch 28 Gegner töten, um auf die nächste Stufe zu kommen. Und jetzt hat er mich aber schon niedergestreckt, weil ich zu wenig Leben hatte. Ja, so geht das eben. Wir können hier auch zur Burg gehen. Sind wir jetzt in der Burg drin? Können wir mal hier den Wächter anreden? Er sagt: "We are not supposed to talk while on guard, Sir." Also, wir dürfen mit ihnen nicht reden, während wir hier Wache halten. Und ich weiß nicht, genau, der Fürst steht hier unten, nicht da oben. Das ist der König Ragnar, mit dem rede ich jetzt mal. Kenne ich euch, fragt er. Ich sage, ich heiße Alex. Und er ist eben der König von den Nords. Jetzt frage ich, ob er Aufgaben für mich hat. Er sagt, da gibt es eben einen Gesetzlosen, auf den Kopfgeld ausgesetzt ist, und ich werde ihn eben ausfindig machen. So. Gehen wir gleich mal wieder raus aus der Burg und lesen uns das hier mal durch. Der König bat euch, einen Flüchtling namens Brabas von Werchek zu schnappen. Man glaubt, dass er sich momentan in Ferichen aufhält. Ferichen. Das ist hier drüben. Reiten wir mal auch mal hin. Trupp habe ich 7 und genau. Ich kann, die werden jetzt befördert. Ich kann jetzt entscheiden, nachdem die so und so viele Erfahrungspunkte haben, ob er einer kann ich befördern, ob er Fußsoldat oder Nordjäger werden. Ich sage, er soll Fußsoldat werden und er sieht jetzt so aus. Also er wird immer besser irgendwann, ne? Kann man immer machen. Allerdings, er kostet dann auch mehr Denare und das kostet auch noch das Befördern, ne? Das kostet auch noch Geld. So, aber weiter geht's. Wir reiten jetzt wieder hier durch die Prärie. Und es ist der 26. März 1257 am späten Nachmittag. Wir reiten durch ein Eisgebirge. Über eine Brücke. Oh, es wird Frühling und wir sind gleich da. Und spüren gleich mal diesen Flüchtigen auf. Bei Nacht natürlich das Überraschungsmoment. Wir rekrutieren noch 7 Nordrekruten. Und gehen zum Dorfzentrum. So. Jetzt reite ich hier mal rein. Ziemlich düstere Stimmung hier. Da vorne steht jemand. Fragen wir den mal. Wo ist der Flüchtige? Dorfältester ist es. So. Ich suche einen Mann namens Brabas. Wo ist er? Ich soll am Tage nochmal wiederkommen. Naja, ich reite einmal durchs Dorf, guck, ob der noch hier irgendwo rumlungert. Ansonsten komme ich einfach sozusagen morgen früh nochmal. Jetzt einmal schön übers Feld reiten. Ja, hier scheint wirklich nicht so viel los zu sein. Dann gehe mal raus, hier, ne?
Kann man hier irgendwie übernachten, dass die Zeit vorgespult wird? Nee, Leertaste kann ich drücken, das dauert alles ein bisschen lange. Jetzt Mitternacht, ja. Ich muss einfach kurz jetzt warten, bis es tags ist. Und dann können wir eben auch in die kleine Siedlung rein und den flüchtigen Verdächtigen, auf den ein Kopfgeld aufgesetzt ist, aufsuchen und niederstrecken. So, es ist Morgengrauen. Wir brechen sofort auf, gehen in das Dorfzentrum und suchen ihn. Reiten schnurstracks da hoch. Ja, Fail. Immer noch keiner, alle pennen noch. Gehen wir nochmal raus. Warten, bis es Tag wird, richtig. Burg Ismirala und das Dorf Ismirala. Ja. Ah, das ist lustig. Genau, wo die Fahnen nämlich sind, das ist dann immer sozusagen. Jeder Fürst hier hat seine eigene Flagge und da sieht man eben, wem die auch gehört, sozusagen, wenn man die Flaggen ein bisschen so kennt, dann siehst du darüber die Truppen hier rumfahren. So, jetzt ist Mittag, das muss reichen. Jetzt sollte wirklich auch der Letzte seinen Kater ausgeschlafen haben. So, wir reiten hoch. Dorfbewohner fleißig am Schaffen hier. Leicht bewölkter Tag, bald wird es regnen. Und wir suchen jemanden. Der da hinten, der flüchtet doch schon so merkwürdig. Gleich mal fragen, ein Dörfler. Wir sollen ihn weitersuchen. Ja, was ist, wenn ich ihn nicht finde? Was dann? Also wirklich, normalerweise steht er immer an so einem Haus hier rum, damit man den dann niederstrecken kann, aber hier ist jetzt wirklich nichts los. Dorfälteste wieder. Vielleicht hier unten noch? Oh, hier steht jemand mit einem Schwert. Nervöser Mann. Ich suche nach einem Mörder von namens Brabas von Werchig. Auf euch passt seine Beschreibung. Ich verstehe nicht, ihr habt den falschen Mann. Bla bla bla. Senkt euer Schwert, kein Problem. Ich brauche eh nur einen Kopf. Stirb, du Hund, sagt er. Und ich mache mich mal bereit für den Kampf hier. Ich schlag dem erstmal noch einen Pfeil da in den Kopf rein, ey. Boah, direkt in die Augen. Ja, wir haben ihn erfolgreich erledigt und hauen dann auch mal wieder ab aus dem Dorf hier und reisen zurück nach Sargo. Das dauert jetzt wieder schön ein bisschen. Ein bisschen nervig an dem Spiel, aber naja, kann man mit klarkommen. Man kann auch noch im Menü bei den Einstellungen die Cheats aktivieren, wo man auch dann eben direkt Steuerung, Linksklick, sich auf die Karte überall dahin spawnen kann, wo man hin will. Man kann sich auch massenhaft Geld cheaten und Erfahrung und alles trulala. Und ja. Ich denke, ich werde das mal noch im nächsten Part euch noch zeigen damit. Kann ich euch auch noch zeigen, was für andere Waffen es gibt, was für Rüstungen es gibt, was man dann auch mit alles machen kann. Und was es verschiedene Truppen gibt und wie dann so ein Kampf überhaupt aussieht, wenn man eben es ein bisschen zu was geschafft hat hier. Ich bin jetzt hier ganz falsch, aber ich kann euch mal den Marktplatz zeigen. Hier gibt es einen Warenhändler, einen Pferdehändler, einen Rüstungshändler und einen Waffenhändler. Man kann auch die lokalen Preise hier
anschauen und kann sagen, dann hier einkaufen und dann irgendwo anders verkaufen und später kann man hier auch irgendwo einen Weinbetrieb kaufen, der dann Wein verschickt und verhandelt, und dann kriegst du man damit eben Einnahmen. Als beim Warenhändler hat er hier verschiedene Waren und man braucht eben auch Essen und Fleisch und Brot, um seine Leute eben zu ernähren. Da kaufe ich auch gleich mal 4 Stück. Zwei. Und ich verkaufe aber auch gleichzeitig hier die ganzen Sachen, die ich hier noch rumgammeln habe. So. Und jetzt bekomme ich sogar was zurück. Und ja. Pferdehändler kann eben Pferde kaufen, sogar auch gerüstete Pferde. Rüstungshändler hier. Wie viel Rüstung hier, die zum Beispiel kostet 7.426, 8.000, ja. Gibt's viele Sachen. Das sieht auch ganz, echt wirklich ganz cool aus, wenn man die so anhat, ne? Oder die zum Beispiel. Oder die ist sowieso die coolste. So, ja. Brauchen wir erstmal das Geld dafür. Wir müssen jetzt nochmal zu der Burg. Ah ne, wir waren hier schon richtig, glaube ich. Wir müssen nur zur Burg, genau. Denn wir melden uns jetzt nochmal bei dem König. Und ich bin fertig geworden. Ich will das Geld haben. Und hat keine Aufgabe mich. Und auf Wiedersehen sage ich, der Königin sage ich auch noch kurz Hallo. Von den Saraniden irgendwie jemand. Also ich muss jetzt gehen, tschüss, sonst labert die mich hier noch zu. Ich habe jetzt auch 15 Mann in meinem Trupp. Ich gehe jetzt nochmal hier zu einem Dorf, rekrutiere ein paar und dann zeige ich euch mal, wie mein Dorf überfallen kann. Allerdings mache ich das bei einer anderen Fraktion, sonst sind mir die Nords nicht mehr friedlich gesinnt, wenn ich jetzt hier deren Dörfer ausraube. Weil ich will ja wahrscheinlich auch bei denen dann hier mich denen anschließen. Hier kann ich jetzt bei dem Dorf gerade keine mehr rekrutieren, weil ich habe ja erst vorhin welche rekrutiert. Wieder spät nachts hier unterwegs und jetzt ist Tag. Jo, gut. So. An der Burg Tilrock kommen wir vorbei und jetzt eben noch kurz rekrutieren. So, rekrutiert. 5 Nord. Verlassen und tschüss. Und wir gehen hier zum dem Dorf und das wird jetzt erstmal überfallen. Ne, das ist Mirala überfallen wir. Wir sind jetzt 20 Mann. Und ich glaube, ich kann jetzt hier schon wieder mich hochleveln. Hab hier wieder 4. Wo mache ich denn noch? Noch auf Reiten? Bogenzugkraft, Eisenschwarte, Schild. Auf Einhandwaffen. Und den Rest mal auf Zweihandwaffen, weil nachher werde ich mir auch eine noch irgendwo holen. Und das ist dann echt sinnvoll. So. Gleich angekommen. Werde ich mir jetzt hier etwas. Ach, das wird schon überfallen. Na super. Ich würde sagen, dann nehmen wir das Dorf hier. Hier sind nämlich auch überall Räuber unterwegs, die das Ganze überfallen. Und ja. Da, die werden zum Beispiel gerade gejagt. Hier, da rekrutieren wir vorher nochmal ganz frech welche. Und jetzt feindlich annehmen. Wir stehlen jetzt erstmal Vieh. 9 Stück haben wir die Möglichkeit zu stehlen. 6 Vieh treiben wir aus dem Dorf. Die stehen hier. Da reiten wir kurz hin. Und ich werde alle schlachten. Das ganze Fleisch kann ich dann auch verkaufen. So. Ach, das wird auch schon überfallen. Meine Güte, gehe ich halt zu dem Dorf.
Also sind hier gerade echt eine überall Banditen unterwegs, die hier das ganze Land platt machen. Das ist also ja, bestimmt nicht schön für die. Hier auch nochmal Freiwillige rekrutieren. Oh, und hier, wir sind in eine Falle geraten. Uns greifen Banditen gerade an. Vorgerückt wird jetzt. So, direkt in die Fresse. Du kriegst jetzt auch selber Schuld, wenn du dich mit mir anlegst. Hättet ihr euch vorher überlegen sollen, würde ich mal sagen. Gute Nacht. So. Jetzt niemand will mich anschließen. Das gibt gleich mal hier. Ah ne, ich kann erstmal noch hier mein ganzes Fleisch verkaufen. Die haben überhaupt nichts. Da muss ich es wieder mitnehmen. Haben gar kein Geld, die armen Schweine. Und die. Ich zwinge die jetzt hier nämlich, mir Vorräte zu geben. Ich nehme sie jetzt und nehme sie mit, habe sie damit ausgeraubt. Später, wenn ich das ein paar Mal gemacht habe, kann ich sogar die richtig angreifen und das ganze Dorf richtig abfackeln. Und jetzt reise ich mal hier noch kurz weiter in ein anderes Dorf. Ne, hier. Und verkaufe da kurz mein ganzes Fleisch, um ein bisschen Geld zu bekommen. Joa. Ich denke, so das Gröbste habe ich jetzt mal hier erklärt und gezeigt. Oh, ein Turnier, da mache ich gleich mal mit. Dann kann ich das euch auch noch gut zeigen. Aber am Marktplatz verkaufe ich kurz noch das ganze Fleisch. Bekomme 690 Dinare dann dafür. Macht beim Turnier mit. Ich platziere eine Wette auf mich selber. 50 Dinare. Und ich kämpfe jetzt. Team Rot gegen. Oh oh. Oh oh. So, das ist. Mein Team Rot ist gerade ganz gut im Rennen. Hat schon die anderen platt gemacht. Jetzt den Grünen auch. Da hinten ist noch ein ganz Team Gelb und noch einen von Team Grün. Jetzt geht es wirklich nur noch gegen die Gelben. Die klöppeln wir alle auch noch nieder. So, fertig. Schön aufs Pferd setzen. Und wir haben gewonnen. Jetzt platziere ich nochmal auf eine Wette auf mich selber. Nochmal ein bisschen höher. Und nächste Runde. Jetzt nur noch Zweierteams. Wieso haben die zwei Pferde, ich nur eins? Unser Team nur eins. Können wir umrempeln hier. Den hole ich gleich mal vom Pferd da, ey. Meine Güte. So. Letzte rote Mann, der fällt gleich auch vom Pferde. Zack. Sehr gut. Auch das haben wir wieder geschafft. Nochmal Wette auf mich platzieren. Nächste Runde kämpfen. Boah. Die sieht man ja alle gar nicht hier. Na, kloppt sie alle nieder, los, Kollegen, Kameraden. Cool, schon geschafft. Also, meine Teams haben bisher echt immer drauf. Und weiter geht's. Jetzt gibt es noch 8 Teilnehmer. Na,